Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Single-Botschaft. Vielen lieben herzlichen Dank an dich hier persönlich. Ich starte jetzt einmal für dich und werde im Anschluss für dich in die Deutung gehen. Alle Kartendecks findest du einmal in meiner Infobox aufgelistet. Hier haben wir einmal das Schiff in der Hauptenergie. Es geht hier um Sehnsüchte. Es könnte sein, dass du dich hier auf eine Reise begibst. Es könnte sein, dass du eine Reise planst. Es könnte sein, dass du Sehnsucht hast, hier einmal auf eine Reise dich zu begeben. Hier haben wir in der Hauptenergie, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Hier geht es viel um die Zeit, ja? So, ich starte jetzt einmal für dich. Was kommt jetzt auf dich zu? Als allererstes solltest du dich hier, ja, hier in einer gewissen Isolation befinden. Dann darfst du dich jetzt frei machen. Ja, du darfst hier gewisse Themen dir anschauen, sei es durch die Familie. Schau bitte auf deine Themen, denn ich bekomme bewusst mit den beiden Karten der Schmetterling, was hier für einen Neubeginn steht, ja, dass man sich entfalten möchte, aber auch in Kombination mit der Blume, ja, dass du dich hier als Geschenk sehen darfst und du darfst dich hier frei entfalten. Ja, für all die, die sich hier derzeit etwas einisoliert haben, da darfst du einmal rausgehen, dich als Geschenk sehen. Ja? Dennoch gibt es hier etwas für dich, das heißt, wir haben den heimlichen Verehrer und die Hingabe. Du wirst hier einmal schon heimlich verehrt, beobachtet, ja? Du als weibliche Person einmal. Und hier möchte man auf dich zukommen, ja. Dennoch bekomme ich dich sehr in der Unflexibilität, ja. Du solltest dich hier nicht verbiegen für irgendetwas oder für irgendjemanden, aber du darfst hier in die Spontanität gehen, ja. Etwas spontaner hier sein. Also raus aus diesem gewissen, dass man sich hier isoliert. Ja, du bist wahrscheinlich eine Person, die sich hier gerne zu Hause befindet, ja, aber auch dieses gewisse Harmonische anstrebt. Des Weiteren haben wir die Karte Atmen. Ja, hier geht es darum, dass du hier in die Meditation gehen darfst, hier in die Gelassenheit. Es könnte sein, dass du hier im Beruflichen sehr in der Hektik bist, sehr viel Druck ausgesetzt bist, sehr viele Belastungen hier mit dir trägst, ja, und da das Göttliche, das Universum dir hier mitteilen, dass du hier
in die Meditation gehen darfst, hier tief einatmen, hier auch Dinge geschehen lassen solltest, ja, hier auch in die Spontanität gehen, denn hier ist schon jemand, der dich hier beobachtet, vielleicht beobachtest du auch jemanden, ja, aber ich bekomme es mehr, dass hier jemand ist und du darfst dich dieser Situation hingeben. Dann haben wir die sechste Erde und hier geht es um Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk erhalten, neue Karrieremöglichkeiten, einen Kredit bekommen oder Schulden zurückzuzahlen. Also solltest du dich hier in einer Situation befinden, ja, ich bekomme dich schon als eine Person, die hier sehr hart arbeitet, ja, hier gar keine Zeit hat, hier mal in die Spontanität zu gehen und sich hier mal zu treffen oder im Allgemeinen hier nach draußen zu gehen oder auf eine Reise zu gehen, ja, du bist ein Mensch, der hier schon sehr im Beruflichen ist, ja, das heißt, den Fokus hier nur auf die Arbeit gerichtet hat. Und hier darfst du die Zeit für dich nehmen, das möchte die Karte dir einmal mitteilen. Dennoch gibt es hier von jemanden, hier möchte dich vielleicht jemand einladen, ja, man beobachtet hier, hier haben wir die Blumen, hier haben wir die Blumen und eben auch das Geschenk, was die Blumen hier schon aussagen. Und komm bitte hier in deine absolute Leichtigkeit, denn der Schmetterling steht hier einmal für die Leichtigkeit, aber auch für dieses Kindliche, ja, dass du hier einmal schauen solltest, nicht klar strukturiert hier diese Vorangehensweisen, die du derzeit lebst aufgrund der Familie. Du bist hier sehr, sehr beschäftigt, kümmerst dich um die Familie, kümmerst dich um das Berufliche, ja. Du schaust hier aufgrund dessen, da du hier eventuell auch vielleicht nicht genug Geld hast, um hier auf Reisen zu gehen. Das alles muss nicht sein. Dass du hier einmal schaust, wie du in deine innere Mitte finden kannst, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Dass du dich aber auch nicht einer Situation hier... Wir haben zwar hier das Hingeben, aber trotz alledem solltest du hier in die Leichtigkeit gehen, ja? Dich nicht für alles und jeden verbiegen, insbesondere für die Familie, für die Tätigkeit, ja? Denn du bleibst hier definitiv auf der Strecke, ja? Solltest du derzeit in finanziellen Sorgen sein, was sich hier auch ganz klar zeigt, es könnte auch sein, dass du hier für die Familie eben arbeitest, dass du damit was hinzusteuerst, ja, dann darfst du davon ausgehen, dass du jetzt in eine Zeit kommen wirst, ja, wo sich entweder dein Kredit bewilligt, ja, was du hier eben vorhast, wie eben, vielleicht hast du hier auch einen Kredit aufgenommen, möchtest hier auf eine lange Reise gehen, ja, und wartest hier auf eine Bewilligung oder wartest hier auf einen gewissen Zuschuss deiner Tätigkeit, ja. Komm bitte diesbezüglich in deine Leichtigkeit, komm in deine Hingabe, gib dich der Situation hin, gib dich dir hin, ja, bemühe dich hier bitte mehr um dich, ja, ganz, ganz wichtig hier auf das innere Kind auch zu schauen, also die Karten sind hier sehr, sehr positiv, ja, dennoch bist du sehr belastet, ja, aufgrund dessen, da du zeitlich sehr unter Druck stehst, ja, und das belastet dich hier sehr, also hier gibt es Themen, ja, dass du loslassen darfst, solltest du hier, also du bist definitiv in Sorge, ja, hier liegt etwas tiefer seitens der Familie, wo du wirklich das innere Kind hier auch heilen darfst, ja, befreie dich von gewissen Themen, mach dich bitte frei hier, schau dir genau an, ja, was du hier möchtest, ja, du bist am Jonglieren, du bist zeitlich so unter Druck, dass du hier keine Zeit für Freunde hast, das aber auch nicht möchtest, bekomme ich hier, da du im Beruflichen hier so unter Druck stehst, ja, und das geht schon seit einer langen Zeit so. Es könnte auch sein, dass hier schon mal jemand mit dir in den Kontakt kommen wollte, du dies aber abgelehnt hast, da du dich ja nur den Fokus hier drauf gesetzt hast. Auch überlegst, gehe ich jetzt das Risiko ein, gehe ich es nicht ein, in die Kontakte überhaupt zu gehen. Ich bekomme hier schon, dass hier Gespräche stattgefunden haben, nur du zwiespältig mit dir selber bist. Ja, das sagt mich hier die Karten ganz klar auf, denn wir haben hier den Turm, dass du dich nur wirklich auf die Arbeit fixierst hier. Ja. Es könnte auch sein, wenn du hier nicht in der Tätigkeit bist, ja, dass du hier einfach zu Hause so arg eingeschränkt bist, ja, dass du gar nicht dazu kommst, hier in die Leichtigkeit zu gehen, ja. Denn du hast da was zu tun und dort was zu tun. Es muss nicht unbedingt sein, dass du hier in der Tätigkeit drin bist. Ja, es könnte auch sein, dass du in Rente bist oder ähnliches. Ja, dann solltest du bitte schauen, dass du dich frei machst. Ja, hier bekomme ich wie einen Durchbruch auch. Ja, dass du jetzt endlich auch zu einer gewissen Erkenntnis kommst. Denn wir haben hier das Haus und wir haben hier einmal
den Schlüssel, sprich den Käfig, ja, den goldenen Käfig. Und das sagt mir hier ganz klar, dass du dich frei machen möchtest, ja, frei machen möchtest, auf Reisen gehen möchtest, dieses Unbeflügelte auch spüren möchtest im Unterbewusstsein, ja. Das Unterbewusstsein schreit im Grunde genommen danach, aber du fixierst dich klar auf diese Themen. Und das sehe ich hier ganz klar, dass es familiäre Themen sind, also wenn du nicht im Beruflichen stehst hier, ja, dass du dich sehr um die Familie hier kümmerst, ja, und gar nicht so in die Spontanität gehen kannst, aufgrund dessen, da du hier sehr, sehr belastet bist, aufgrund, du musst dich hier vielleicht um deine Eltern kümmern oder eben Großeltern. Das Eigentliche, was hier zählt, das bist du, ja, und du bleibst hier gravierend auf der Strecke. Und hier geht es darum, dass man sich das genauer jetzt anschauen sollte, hier einmal in die Leichtigkeit zu kommen, ja, auch mal Leidenschaft zuzulassen. Das heißt, dieser Mensch, der sich dir hier hingeben möchte, ja, dass du das auch hingebungsvoll annimmst einmal, das ist ganz, ganz wichtig hier. Dann könntest du eine Person sein, die hier alleine lebt, alles hast eigentlich im Grunde genommen, was du für dich benötigst, aber dir fehlt etwas. Man sieht hier ganz klar, dass du gefangen bist zu Hause in dem goldenen Käfig, ja, bekomme ich hier, dass du vielleicht wohnst du hier irgendwo ganz versteckt oder ja ähnliches und du traust dich hier gar nicht so recht in die Öffentlichkeit, weil du ja das im Grunde genommen gewohnt bist, ja. Sagst dir auch ganz klar, du schaust hier mehr über das Internet, über Social Media, dass du hier in den Kontakt gehen möchtest, ja, und hier ist jemand, der dich ja im Grunde genommen schon beobachtet, ja, oder du beobachtest jemand, dann kannst du davon ausgehen, dass du hier definitiv, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Aber hier sind halt wie vieles, dass man abwägt, ja, gehe ich das Risiko ein, gehe ich es nicht ein, ja, was ist, wenn ich das und das verliere? Du kannst hier nichts verlieren, du kannst nur gewinnen, indem du hier natürlich dich frei machst, ja, hier in die Spontanität gehst, zu dir selbst findest. Ja, ganz, ganz wichtig. Du sollst dich hier für nichts und niemanden verbiegen. Nein, das sollst du nicht. Aber du kannst spontan sein. Ja? Du kannst hier schauen, was das Leben dir hier bieten möchte. Ja? Und das ist definitiv das, dass du ein Geschenk bist. Ja? Suche den Ausgleich und die Harmonie zu dir natürlich selbst. Ja? Sehe dich als ein Geschenk, um dich hier frei zu machen, ja, Ruhe in dir selbst, ja, und du bist wahrscheinlich ein Mensch, der hier in sich entweder sehr viel im Stress ist oder in sich selber hier nicht zur Ruhe kommen kann. Des Weiteren könntest du aber auch sein, ein sehr gemütlicher Mensch, der hier, wie gesagt, alles hat, was er für sich benötigt, ja, und sich im Grunde genommen nur noch nach einem Partner, Partnerin sehnt, ja, dann darfst du dich hingeben, ja, dann setzt du dich hier selber unter Druck. Das bekomme ich auch. Hier sind verschiedene Szenarien, die sich zeigen. Ja. Du darfst auch hier dich frei machen. Insbesondere solltest du hier schauen, was du hier tun kannst. Ja. Die Lilien stehen hier nicht nur für familiäre Themen, sondern auch einen gewissen Sexappeal. Ja. Dass du hier schauen kannst, bekomme sehr eine gewisse Strenge bei dir. Ja. Dass du hier wirklich auch mal lockere Gespräche führen kannst. Ja. Absolut in deine Leichtigkeit gehen kannst. Um hier, dass man dir näher kommen kann. Denn hier ist ja schon jemand. Wir schauen einmal noch mit den Engeln. Ja, und hier haben wir in der Hauptenergie die religiösen Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Ja, und hier ist es ganz klar, dass du jetzt zu deiner mehr oder weniger Erleuchtung kommst, ja, aufgrund dessen. Denn hier ist wirklich die Leichtigkeit angesagt. Du darfst hier wirklich in den Flirt gehen, in die Leichtigkeit kommen, was wir Lilien hier schon repräsentieren. Ja, vielleicht bist du hier mit Strenge groß geworden. Du meinst hier, das gehört sich nicht, das darf man nicht. Ja, hier wirklich einmal in die Kommunikation auch mit deinem Gegenüber leichte Gespräche führen, ja. Ich meine, das muss ja jetzt nicht unbedingt in diesen Gesprächen ausarten, ja, wo es hier eventuell nur um Sex geht oder so. Das nicht, sondern hier ist es wirklich für eine Person, für mehrere Personen, die hier mit Leichtigkeit vorangehen dürfen, ja. Also noch einmal hier bitte. Sich für nichts und niemanden verbiegen, ja, heißt aber nicht, dass du hier annehmen darfst, ja, dich hinzugeben. Du hast hier einen gewissen Komplex, dich hinzugeben. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der hier das Flirten, was dir hier sehr, sehr schwer fällt, ja, du darfst jetzt nach draußen gehen, diese Freiheit, ja, du fühlst dich hier
im Inneren sehr, sehr eingeschränkt, ja. Also dein Unterbewusstsein, du traust dich hier nicht recht, ja, in die Flirtbereitschaft zu gehen. Das ist ganz, ganz relevant hier, ja. Schau, dass du nach draußen gehst, schau, dass du etwas genießt, ja, die Zeit mit dir selbst. Es ist jetzt ein Weg für dich bestimmt, wo du wirklich zu zweit einmal das Leben genießen darfst, ja. Und irgendetwas blockiert dich hier arg. Ich sehe viele Blockaden, ja. Und die kannst du hier auch lösen, indem du in die Meditation gehst, ja, indem du Träume visualisierst, indem du aber auch hier einmal genau schaust, ja, woran liegt es eventuell, woran kann ich hier arbeiten, ja, bist du hier mit Strengen groß geworden, bist du hier aufgrund des Elternhauses, ja, dass du diese Schüchternheit hast, dass du dich hier mehr einisolierst, dass du hier dich nicht befreien kannst. Ich bekomme hier bewusst, du möchtest dich befreien, du möchtest dich hingeben, aber du bist blockiert, ja, du kannst dich aus irgendeinem Grund nicht hingeben und du fühlst dich hier auch befangen. Und das ist auch für all die, die sich hier zurückgezogen haben, wo du schon alles eben hast, ja, wo dir im Grunde genommen nichts fehlt, aber irgendwo bist du dann doch in der Einsamkeit, ja. Und da liegt es natürlich ganz tief, ja, seitens der Familie oder eben in deinem Unterbewusstsein und das darfst du eben heilen, ja. Denn du möchtest ja im Grunde genommen raus, du möchtest diese Kommunikation, ja. Aber du hast hier klar mit dir selbst zu kämpfen, das bekomme ich. Einmal für dich. Des Weiteren, sollte es sich um finanzielle Themen handeln, darfst du jetzt mit einem hochrechnen. Aufgrund dessen bekommst du hier auch eine Zusage. Du hast den Schmetterling, du hast die Blume, du hast das Geschenk. Es könnte eine Einladung stattfinden, es könnte hier eine Kommunikation stattfinden. Solltest du hier ein Bankgespräch haben, ich bekomme auch, dass etwas beantragt hat. Du hast hier etwas vor, du hast hier etwas geplant. Ja, spätestens bis zum Frühjahr möchtest du hier etwas verwirklichen und das wird sich auch in die Tat umsetzen. Entweder eine Reise, vielleicht gehst du auch auf Reisen bis zum Frühjahr, ja, also das einmal. Da darfst du davon ausgehen, egal, wenn es um Gelder geht, Situationen hier geht, was das Finanzielle anbelangt, wo du dich bislang hier noch durch eben dadurch, dass du an deiner Tätigkeit hier hart für arbeitest, da darfst du davon ausgehen, dass der Kredit hier bewilligt wird, ja, spätestens bis zum Frühjahr, dass du dieses Angekommensein auch spürst, ja. Schau bitte ganz genau auf dich, dass du hier in deine Leichtigkeit kommst und setz dich bitte selber nicht unter Druck. Ganz, ganz wichtig, ja. Hier geht es für all die Menschen, die hier selbst unter Druck stehen, an Belastungen ausgesetzt sind, gerade im beruflichen oder familiärer Themen, ja, wo du hier eben Druck und Belastungen hast. Schau, dass du dich auch der Liebe hingeben darfst, ja. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe, fühl dich umarmt. Bis dahin.